Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Metro Exodus, Sea of Trends 17 TV. Wir spielen das Ganze auf der PlayStation 5. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz lieben Dank geht raus an alle, die das Projekt hier so schön mit einem Daumen unterstützen. Bitte auch weiterhin das Projekt hier pushen. Ich war ganz stolz, Ihnen helfen zu können. Dann, vor etwa 2 Monaten, luden sie einen ganzen Haufen Leute auf meine Aurora ab. Die Wachen brachten sie raus und kamen alleine zurück. Sie sagten, sie hätten sie zu einem Bahnhof in der Nähe gebracht. Ich wusste aber, dass der vor Jahren eingestürzt war. Ein paar Tage später kam ich von einer Fahrt zurück, hielt den Zug an, ging los und fand diese Menschen. Bald merkten sie, dass ich den Graben gesehen hatte und erzählten mir die üblichen Lügen. So, kann man hier noch was abgrasen? Wir wissen alle noch, wie du in D6 gekämpft hast. Also egal, was vor uns liegt, wir stehen hinter dir. Du kannst auf uns zählen. Oh, das klingt gut. Tja, was mich betrifft, ich mach mal eine kleine Inventur. Ziemlich voll hier. Ich denke darüber nach, hier eine Werkbank zu bauen. Gute Idee. Damit wir alle Instrumente und anderen Sachen in Griff halten. Hast du ihn geglaubt? Ohne Werkbank. Nun, es schien mir sicherer, Ihnen zu glauben. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich da sein. Mal schön eine anstecken, eine smoken. Luft. Sehr ganz schön. Was anderes, oder? Ich wollte Yermak nur mal fragen, wo wir als nächstes hinfahren. Entschuldige die Unterbrechung. Schon gut. Keine Sorge. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Jetzt verstehe ich, warum du uns damals geholfen hast. Vielen Dank. Nicht der Rede wert. Und so es Gott will, wird es nicht umsonst gewesen sein. Ja. Hast du jemals einen Zug über die Stadtgrenze hinausgefahren? Nein, dazu hatte ich keine Gelegenheit. Ich war mal Metrozugführer. Ich arbeitete an der Ringlinie. Ha, verdammt langweilig. Den ganzen Tag im Kreis und immer wieder. Und auch keine langen Strecken. Eine ganze Runde dauerte nicht einmal 30 Minuten. Also träumt. Verdammt soll ich sein. Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Und nicht nur süß, sie hat so viele Düfte. Ein seltsames Gefühl, oder, mein Freund? Du hast ja, auf jeden Fall. Erzählt, wie du deine sehr schön. Oben auf dem Ostan-Kinoturm abgenommen hast. Als du die Raketen auf die Schwarzen ausgerichtet hast, war die Luft damals bitter? Wer weiß, hättest du diese Raketen nicht abgefeuert, wärst du vielleicht nie auf dieses Gebäude geklettert und hättest kein Signal empfangen. Das Leben ist schon seltsam. Ein zufälliges Ereignis zieht ein anderes nach sich, wie wieder einer Kette. Und du ziehst diese Kette aus einem tiefen, dunklen Brunnen. Die Lieder kommen aus dem dunklen Wasser. Und was ist im Eimer am Ende der Kette? Das bleibt ungewiss. Ja. Daran muss ich oft denken, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Du kannst die Kette auch nicht fallen lassen. Du musst stets aus diesem Eimer trinken. Naja, Brüsterchen. Und? Wie fühlt es sich an, der Moses zu sein, der an dieser speziellen Kette zieht? Ist es dumm, über so etwas nachzudenken, wenn ich mein ganzes Leben lang nur Befehle ausgeführt habe? Naja, ich werde nicht umsonst Idiot genannt. Trotzdem würde ich gerne wissen, was am Ende deiner Kette ist. Oh mein Gott, du hast aber heute Sammelwasser getrunken, wa, Chef?
Frau ließ mich nicht. Wir hatten Kinder. Zwei. Als ich anfing, von der Eisenbahn zu erzählen, von meinem Traum, schlief sie aus Protest monatelang nicht mit mir. Doch als Moskau getroffen wurde, waren meine Tatjana und die kleine Saschenka zu Hause. Ich war an dem Tag bei der Arbeit. Irischka wartete in der Metro auf mich, war von der Schule zurück. Und so überlebten wir an diesem Tag, aber letzten Endes verlor ich auch sie. Tibi, ach, du kennst das ja. Also fahre ich hier und spreche in Gedanken mit meiner Tatjana. Und ich sage zu ihr, immerhin konntest du mich nicht für immer aufhalten. Hier bin ich nun auf einer echten Eisenbahn. Ein echter Zugführer. Danjuscha, entschuldige den Gefühlsausbruch. Ach, mein Fehler. Tut mir wirklich leid. Und danke, dass du es mir erzählt hast. Artyom, sieh dir die Karte an. Da wir jetzt wissen, wohin wir müssen, ist das sehr sinnvoll. Ja, was soll ich mir hier angucken? Eine gute... Ah, okay. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? So, jetzt geht's auch weiter hier. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Ja, mein Moss. Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Schlagt Alarm! Schüsse! Vier Personen auf einer Draisine! Alle Mann auf dem Führerstand melden! Beeilung! So, zum Führerstand. Alles klar bei dir, Artyom? Ja, alles bestens. Die haben einen Zylinder durchlöchert! Ist es schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, wir hängen fest! Oh, Scheiße! Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war das? Uniformierte dabei? Keine. Die hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen.
Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom. Ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen? Zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Yermak, wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Das weiß ich noch nicht. Auf geht's, Artyom. Ich muss mir die Zylinder ansehen. Aber einen Tag mindestens. Ich verstehe. Dann an die Arbeit. Spartaner, mach die Aurora bereit für die Komm hier nicht durch. Stepan, Damir, sichert den Umkreis. Ich gehöre nicht darum. So, lass mal mich da durch hier. Die unmittelbare Umgebung. Idiot, du gehst dem von der Aurora aus Feuerschutz. Jawohl. Sam und Aljoscha, ihr bleibt in Reserve. Jawohl. Ach, sie will hinten raus. Artyom, vergiss deinen Rucksack nicht. Ein ganz neues Modell, eine tragbare Werkstatt sozusagen. Das Handbuch ist da schon drin. Es sind jedoch keine Materialien drin. Du musst dir also selbst welche suchen. Machen wir. Lass uns aufbrechen, Artyom. Seid nur vorsichtig da draußen. Aber klar. Das war aber eine klapprige Barrikade. Und die Typen, tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Nur alte Männer. Seid bloß vorsichtig da draußen. Denkt daran. Ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt. Selbst wer unsere Sprache spricht, könnte unser Feind sein. Aus Überzeugung oder Angst. Verstanden? So. Hast du die Glocke gehört? Wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Vielleicht arbeiten sie für den Feind. Sie sind versklavt oder so. Mann, kannst du mal aufhören zu labern, Vibe? Du machst mich langsam verrückt hier. Du redest ja mehr als ein... Artyom, du bist so weit weg. Was würdest du machen, wenn plötzlich er hier kommen und deine Frau fressen würde? Wo bist du denn? Frau, wo bist du? Oh. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, da. Hey, was war das? Kannst du mal nachsehen? Er hat Money. 3 Nee. Auch nicht. Alles gut. Während du drin warst, habe ich mich mal umgesehen. Dieser Strommast dort sieht nach einer perfekten Scharfschützenstellung aus. Auf geht's. Da, ein Hase. Das waren doch keine Hasen. Aha, ein Boot. Da musst du immerhin nicht schwimmen. Vermutlich benutzen die hier fast nur Boote.
Okay, Artyom, ich klettere da hoch, während du das Boot zur Kirche nimmst. Ja. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. Alles klar. Also, Beinbruch. Da müssen wir, glaube ich, auf die Seite. Oh, anscheinend haben sie dich entdeckt. Artyom, auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Kriegen wir hin? Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Sei mit dir, Reisender. Unser heiliger Vater Silantius hat bereits seine Predigt begonnen. Komm einfach in den Tempel und zieh das Licht der Wahrheit. Wir sind friedliche Menschen. Stecke deine Waffen daher, bitte stets weg. Und wer kann das? Und jenen, die straucheln, bietet er die Erlösung. Ihr seid alle böse. Ihr kennt niemanden. Sie haben meine Freunde getötet und mein Vater. Satans Bruder. Sie wird den Zorn des Herrn gezeichnet und abschaffen. Warum müssen wir ihre Gegenwart ertragen? Verbannt sie! Das wird ihnen eine Lehre sein. Ja, sie sind des Schutzes durch den Zarfisch nicht würdig. Vertreibt sie! Lasst sie büßen! Geduld! Brüder und Schwestern! So. Wird hier mal aufgeräumt. Komm hier hoch! Bleibt ruhig, Brüder und Schwestern! Der Ketzer sitzt in der Falle! Denn so will es der Herr! Schon bald werden unsere militanten Brüder hier sein! Oh, das ist der Mann, Mama! Der von dem Zug! Er ist hier, um uns zu retten! Ich glaube es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Silantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf, hier geht's lang. Und am Dock liegt ein Boot. Wir haben hier auch eins, aber es ist zu klein für uns drei. Artyom, sie hat recht. Geh zum Boot. Wir werden sie später retten. Keine Sorge. Los, Nastja und ich können auch selbst zu eurem Zug kommen. Also, wo ist dieser Ketzer? Er kam mit dem Boot. Während der Predigt. Und dann? Naja, er war einfach da und dann verschwand er irgendwie. Was Silantius gesagt hat. Der Mann wurde vom Teufel geschickt. Genau so ist es. Der Ketzer ist hier! Artyom, solange du drin bist, kann ich dir keinen Ruhe geben. Dann schießt er jetzt mit der Frau und dem Kind. Ich bin sicher, dass du das hinkriegst. Oi.
Ich geh mal nach unten. Ich hab den Ketzer im Visier! Oh, der hat dieses Muni dabei. Ich sehe den Ketzer in den Durchgang. So, jetzt muss ich nur noch ein Boot finden. Was ist da? Der Ketzer versteckt. Hey, da, hinter der Säule. Was ist das? Der eine ist. Ich hab den Kerl im Visier. Der Durchgang. Hier ist dort. Rückzug, Brüder. Sonst sterben wir. Ich ergebe mich. Mega am Heilen hier. Komm hier nicht mehr weg, Hilfe! Er sieht nicht wie ein Bandit aus. Also wird es keine Folter geben, auch wenn er mich tötet. Vermutlich. Das ist nicht schlecht. Wie komme ich hier weg, Mensch? Wie war das dann noch? So. Wo ist das Boot? So. Wenn da, wenn ich da jetzt... Ah, er lässt mich da, glaube ich, nicht hin. Ah! Okay. Wieso stirbt man denn gleich, wenn man ins Wasser fällt? Das ist ja nun totaler Quatsch. So, okay. Okay. Ah, ich bin hier ist ja wieder. Ich ergebe mich! Das ist gut für dich. So, was haben wir hier denn? So blutrünstig scheint er nicht zu sein. So ist das. Vielleicht lässt er mich. Ich will nur mein Boot. Ich ergebe mich. Nur nicht schießen. Denn es steht geschrieben, dass wir unseren Feinden vergeben müssen. Da kommen wir nicht weiter. So, er zeigt... Hier komme ich ja mal nicht weiter. Gelobt sei der Zarfisch, der die Seelen der Gläubigen zum Himmelstor bringt. So, ihr kriegt jetzt einer Buffy. Man kann ja nicht unbedingt töten, ne? Okay, schauen wir hier mal, ob ich von hier irgendwie wegkomme. Da geht's nach unten. Gucken, wo es hier hingeht. Das sieht doch schon mal... Bringt mich jetzt auch nicht weiter. Mal gucken, wie ich hier noch weggekommen bin. Irgendwo war hier ein Boot. Ist schon gut, ich ergebe mich. Hey, man sagt, du betest den Teufel an.
Stimmt das? Kannst du mir das beibringen? Gelobt sei der Zauberer, der die Seelen der Gläubigen zum Himmelstor bringt. Warum gehst du? So, irgendwo da. Da ist auf jeden Fall ein Boot. Aber das kriege ich ja nicht runtergelassen. Da kommt man, da kann man sogar hinspringen, geilo. Kann ich das runterlassen? Yeah! Sehr schön. Das nochmal alles mit. So, auf wie geht's. So, schauen wir mal, wie sehen wir da von der Zeit her. Oh, wir sind schon über der Zeit hier. Ja, ich wünsche auf jeden Fall eine gute Zeit. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zu Metro Exodus. Haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao.